Heute ist der Animal Crossing Cup dran. Mit dem GameCube Nintendo Baby Park, Game Boy Advance Käseland, den Villenwipfelweg und Animal Crossing Dorf. Fangen wir an. Crossing Cup GCN Baby Park. Eine ganz simple Strecke eigentlich. Und schon den Start verkackt. Jetzt weiß man schon Bumerang. Müssen wir hier wieder uns nach vorne boxen. Und es ist gerade nicht einfach. Moment. Und ich habe gerade schon wieder gehört, dass der Waluigi dann wieder mit der Partie ist. Ey, das ist schon wieder unfassbar. Irgendwie läuft das Rennen überhaupt nicht gut. Müssen wir hier langsam aufholen. Ah, da ist er. Ist schon ein Running Gag, dass er bei jedem Rennen, bei jedem Cup schon mit dabei ist. So, zweiter. Oh. Aber es ist doch noch auf den ersten Platz geschafft. Nächstes Rennen. Game Boy Advance Käseland. Scheiße. So. Jetzt haben wir schon eine schöne Hupe. Das passt erstmal. Oh. Ha. Dieser Drecksblitz schon wieder. So. Ist das Baby Mario? Ja. So, schön abgekürzt. Sehr gut, sehr gut. Jetzt müssen wir das noch halten. Oh, was mache ich? Scheiße, scheiße. Oh.
sehr gut. 30 Punkte, nächstes Rennen. Wilder Wipfelweg. Scheiße. Also mit den Starts läuft heute nicht so gut. Aber Waluigi ist nicht vorne. Das ist schon mal ein Vorteil. So. Wow. So. Ah, Scheiße. Mann. So, heute ist echt der Wurm drinne. Wobei es eigentlich von der Platzierung her nicht so aussieht. Also von der Gesamtplatzierung, meinte ich. Aber wenn man sich den Rennen an sich anschaut. Hat man schon die Beengnis. Den ersten Platz abzugeben. So, zweiter. Okay. War klar, dass du jetzt ein grüner Panzer mich triffst. So. Alter. Das war abzusehen. Letztes Rennen. Animal Crossing Dorf. Der Strecke die Besonderheit, dass die nach jeweiligen Thema, nach jeweiligen Jahreszeiten sich verändert. Also Sommer, Herbst, Winter und Frühling. Momentan haben wir jetzt gerade Frühling, glaube ich zumindest. Doch, glaube schon, ja. Dann gibt es noch andere. Wird dann noch demnächst auch bestimmt gezeigt werden. In den Let's Play. Vielleicht auch ein Online. Vielleicht auch ein Online. Kommt sie bestimmt auch mal vor. Von der Warte. Da war Luigi schon hier. So. Ist aber zügig hier. So. Scheiße. Ah, jetzt muss. Okay. Diesmal nur Dritter. Aber der erste Platz ist uns sicher.
Schauen wir uns das Best-of an. Nicht mein Stern, aber Hauptsache den Goldpokal. Da ist er. Und wie immer schauen wir uns jetzt nochmal die Strecken genauer unter die Lupe an. Ups, falsch. Zeit fahren. Fangen wir mit dem Babypark an. So. Hier sieht man schon mal eine Villa da hinten stehen. Ist auch ganz interessant. Was ist das? Baby Rosalina mit einem Stern. Und dahinter ist ein blaues Schloss. Okay. Soll wahrscheinlich an Disneyland erinnern oder so. Baby Castle steht da hinten. Passt ja zur Strecke. Yoshi's Flying Egg. Okay. Ist der was ist der da hinten? Ach, das ist die Limo von dieser, von Days in Peach. Steht da. Aber mit Shop und sowas sehe ich gerade nicht so richtig. Da steht Bowser Ship. Mit einer Luftgaliere, ja, kann man auch mal machen. Oh, guck mal hier oben, da sind Pünktchen. Fahrerpünktchen. Also eine Anlehnung darauf. Mit den Flügeln. So, hier ist noch eine Achterbahn. So, und hier ist noch ein Riesenrad. Auch schon ganz schön designt. Von der Strecke her ist die eigentlich, wie soll ich sagen, öde. Und auch an einer Strecke, wo man sagt, oder bei denen man sagen könnte, die hätte es nicht auf Mario Kart 8 gebraucht, weil die schon in Mario Kart DS auch remaked wurde. Und von der Warte eher unnötig. So, Strecke wechseln. Weiter geht's im Käseland. So. Okay, hier haben wir schon mal wieder Werbung. Viel Werbung. Muss ja immer sein. So, hier haben wir schon mal Käse. Da kann man jetzt eigentlich überall zur Strecke sagen. Ha, gelbe Toads, die passen perfekt hierzu. So. Die Musik gefällt mir. Da oben ist ein Kettenhund, den sehen wir gleich. Und hier ist eine Abkürzung.
mit einem Turbo-Pilz hier rüber driven können. So, hier sind noch ein paar Toads. Vielleicht ist hier noch was. Guck mal. Nee. Durch den Käse kann man fahren. Der zerbröselt denn. So. Was steht denn hier? Danger. Hungrige Küttenhunde. Steht da unten. Unten links. Cheeseland. Achso. Okay. Hier, da vorne war noch mal so eine Meldung. Total. Also der sieht schön detailgetreu aus, Kittenhund. Wird auch schön spiegelt. Finde ich ganz klasse gemacht. Kann man den freilassen? Wenn man der ist mit einer Gabel befestigt. Ne, den kann man leider nicht freilassen. Naja, egal. Oh, bin ich denn hier? Achso. Gibt's hier auch noch was zu sehen? Da hinten scheint was zu sein. Irgendwas ist da, aber ich kann es nicht erkennen, was das sein soll. Schauen wir uns mal hier die Aussicht an. Was sind das? Flammkuchen, oder? Pilzen. Interessant. Er hat mal wieder an Detail gearbeitet. So, hier ist der nächste Kettenhund. Scheint ja sehr gewaschen zu sein. Also, der Herr ist wahrscheinlich ein guter Pfleger. Out. Hier ist nochmal ein Tod. So. Dann wechseln wir. Am Ziel waren übrigens auch zwei Gabeln. Hier sieht man schon sogar ein paar Shy Guys. Die sieht man ja auch nicht alle Tage. Das letzte Mal haben wir sie ja nur in Shy Guy Wasserfälle gesehen. Oh, da ist gerade was geflogen. Oh, ein Adler, cool. Vielleicht sehen wir ja noch was. Oh, Vögel. Nein, ach. Wollte eigentlich, genau. Da ist eine Seilbahn. Und da sind ein paar Häuser. Okay. So. Es sind noch ein paar Häuser. Die kann man sich eigentlich auch ganz gemütlich machen. Man dürfte bloß keine Höhenangst haben. So wie der Schalker hier unter mir. In der Seilbahn. Halleluja. Und hier haben wir eine schöne Quelle. Einen schönen Fluss. Hier ist auch noch was. Ups. Da konnte man jetzt nicht ganz genau sehen. Ah, die Kamera ist ein bisschen blöde. Also nur in dem Falle. Nicht, dass man jetzt mich falsch versteht. Und hier sind noch so trautähnliche Häuser, so pilzförmlich.
verschiedene Farben. Oh, guck mal her. Ah, hier sprudelt das alles raus. Okay. So. Oh, hier ist noch eine schöne Blume. Und ja. Das wäre es eigentlich soweit. Nun kommt das letzte Rennen. Oder die letzte Strecke. Das Animal Crossing Dorf. So. Und das scheint jetzt Sommer zu sein, ja. Mal hier schon Charakter aus Animal Crossing. Ich kenne die selber nicht. Ich habe selber noch nie Animal Crossing so richtig gespielt. Von der Warte aus. Ich kenne nur hier Tom Nook. Aber sonst kenne ich hier und diese Melinda oder diese Bewohnerin. Aber nur, auch nur durch Mario Kart 8. So, hier sind halt Äpfel. Ein paar Charaktere. Hier sind Häuser. Und die Musik ist auch ganz schön. So. Oh, kann man hier langfahren? Schön, auch die Soundeffekte. Da ist auch ein Leuchtturm. Was ist denn jetzt, wenn ich weiterfahre? Okay. Ja, was ist hier los? So, kommen wir mal kurz schön, ne? So, hier rauf. Nicht? Oh no. Und dann ein bisschen Skateboard fahren. Skateboard sage ich schon. Surfen. In einem Pfeil. Was steht hier? Hier, da ist der Tom Nook. Nook's Cranny. Jo. Okay. Die ist... Er oder sie ist ein bisschen aggressiv hier drauf. Keine Ahnung. Und das am Sommer... Warum auch immer. Ach so, ja genau, den Typen, von dem habe ich auch schon gehört, ist dieser Resetti oder wie der heißt, wenn man vergessen hat zu speichern. Oh. Mehr gibt es hier eigentlich auch nichts weiter, ne? Hier sind noch ein paar Häuser. Mit verschiedenen Farben und Dächern. Und hier ganz schön, Welcome to Animal Crossing. Und in dem Sinne verabschiede ich mich für diesen Part und im nächsten Part schauen wir uns die ersten Retro Cups an. Anfangen tun wir mit dem Panzer Cup. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein, Leute, und tschüss!